So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal in Richtung Fat Banker. Freispiele kaufen auf 10 Cent Einsatz, diesmal allerdings auch mit 5 Säcken. Die ganze Party kostet 61,20 €. Ja, und dann drehen wir das Ding mal hier an. Ich habe jetzt 2 Tage nicht gespielt. Ja. Aber zusätzlich natürlich auch diese Geschichte hier aus. Fat Banker, weil es läuft ja auch nicht jeden Tag gut, dieses Spiel. Aber wie gesagt, wenn er mal kracht, dann kracht er richtig. Und zumindest man bekommt sehr gute Gewinne. Ja, dann schauen wir mal. Was der dicke heute hier so bringt. Auch mal 4. Schon mal ganz gut aus hier. Na, komm, mach mal hier Level 3 an. Ja, 3 dazu. Die Party geht hier weiter. Hängt ein bisschen, keine Ahnung, ob ich da Probleme immer am DSL. Oder ob das Spiel so ein bisschen verzögert heute läuft, keine Ahnung. Das war's. Schade. Bonus war ja auch nicht. 38 € paar gequetschte. Die Rutsche geht hier weiter. Schon, ob er jetzt hier den Multiplikator besser noch mal raushaut. Mal 2, mal 4. Das ist schon mal ganz akzeptabel. Ja, scheiß Wetter heute draußen. Irgendwie so ein bisschen bewölkt. Ja, aber jetzt nicht unbedingt extrem warm. Weiter. Na komm. Mach mal den Turi an. Level 3. Und 3 Spiele dazu. Oh, mal 6. Jetzt knipst er schön an. Ja, das könnte ganz interessant werden. Den Hut reingehauen, also den Zylinder. Ist das Gelbe vom Alten. Natürlich ein bisschen hier die Rothaarige mal kombinieren von den Gewinnen her. Aber ihr lässt auf sich warten. Ihr seht auch manchmal, wie schwer es ist, auch auf 10 Cent den Einsatz zu erreichen. Ne? Also das ist, also wie gesagt, manchmal nicht so einfach. Ne? Diese 61,20 € kosten ja die Freispiele hier. Und die muss man natürlich erstmal übersteigen, um einen Gewinn zu erzielen. Wie man hier auch sieht, klar hat er jetzt Gewinne gegeben, habe ich aber noch nicht, ich glaube noch nicht ganz diese Summe des Einsatzes erreicht. Ja. So. Deswegen immer schon vorsichtig sein bei hohen Einsätzen, Leute. Das kann manchmal schön in die Buchse gehen. Aber wie gesagt, wenn man mal so eine starke Runde hat, wie zum Beispiel mit mal 5 oder so, kommt man natürlich sofort 200, 300 nach vorne. Da kann man den Sack zumachen, ist ganz klar. Aber trotzdem bei diesen Säckeneinkäufen vorher immer schön vorsichtig sein mit den Einsätzen. Weil man kann sich ja schon ausrechnen, wenn man da mal 40, 50 Cent spielt und da ist ja jetzt nicht so extrem hoch, da ist man ja schon bei ein paar hundert Euro. Und die muss man natürlich erstmal eindrehen.
So. Super Multiplikator, bloß keine Säcke im Spiel. Oh, das wird eine ganz scheißige Runde. Ja, sieht nicht gut aus. Aha, oh, hat er mich doch noch mal reingelassen. Position natürlich super. So, jetzt könnte ein bisschen was passieren. Vielleicht gibt es jetzt nur ein bisschen Moneten auf dem Tacho. Bisschen dünne Zähne. Schade. Keine vernünftigen Gewinnkombis, wie man hier sieht gerade. Und ich werde wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht auf meinem Einsatz kommen hier. Ja. Wenn wir auf den Bonuswagen hoffen, dass der mal hier durchmarschiert oder durchfährt und leider nicht. Schade. Schöner Multiplikator, aber eine kackige Runde. Ich mache da mal zwei, ne? Ja, hab mir schon gedacht. Ja, läuft heute nicht. Muss man sich also jetzt schon theoretisch eigentlich hier komplett aus dem Spiel ausdenken. Oder man dreht jetzt natürlich weiter auf 20 Cent, versucht dann noch mehr oder weniger andere Schiene anzuschlagen. Also, wie man sieht hier gerade, passiert hier auch, glaube ich, nicht viel in dieser Runde. Hat der Mops da noch reingedröhnt. Ja. Und der Bonuswagen ist weit und breit nicht zu sehen. Was ich manchmal dann auch mache, ich switch dann um und spiele dann jetzt auf 20 Cent ganz normal weiter, weil mir das dann halt in der Form für 30,60 € dann diese andere Geschichte gar nicht gefällt und gehe dann hier auf die 20 Cent Schiene dann weiter. Ne? Da kostet die Sache natürlich 30,20 € und versuche dann jetzt doch mal durch Umswitchen irgendwie noch einen besseren Lauf zu bekommen und gehe dann von den 5 Säcken weg. Das sind doch gerade hier die 5 Drehung da gemacht und lief nicht so gut. Das ist mal hier. Mal schauen. Das gelbe vom Ei. Ja, das war's. Gehen wir mal weiter rein. Kaufen wir dann weiter mal Freispieler jetzt. 30,60 €. Na komm, eigentlich noch. Nee. Ja. Geht die Rutsche hier weiter.
Oh, da gibt es ja nochmal zwei an, das ist immer gut. Und ja. Also ankippst, auch noch alles in Ordnung. Doch noch rein. Ja. Drei dazu und die Party geht jetzt weiter wieder. Schauen wir mal, was noch was macht. Wie es aussieht, nicht. Oh, da hat er nochmal die Rote hier. So leicht da oben kombiniert. Und letzte Runde. Ja. Was? Nach. So. Ups. Ist er getippelt? Oh. Also ihr seht auch selber, auch dieses, wenn man schneller draufklickt oder langsam irgendwie zwischendurch stoppt, ihr könnt den Ablauf von diesem Programm nicht beeinflussen. Genau wie in der Spielothek, wo ja viele mal malen mit diesem Kurz- und Langdrücken und diesen Hämmern. Das sind absolute Fantasiewellen der einzelnen Person, da irgendwas zu beeinflussen. Man kann zwar das Ende beeinflussen, wie hoch man drückt, auch an der Risikoleiter in der Spielothek, aber durch schnelles Drücken und Rumhacken auf den Risikotasten, da hat man natürlich keinen Einfluss drauf. Ja, da geht jetzt ganz gut hier in Vorlage, wie es aussieht. Dann nochmal hier drei nachgedröhnt. Ja, zwei nimmt er glaube ich mit in die nächste Runde. Und dann gehen wir jetzt auch schon in langsamen Schritten Richtung Level 4. Schön. Also das ist schon mal nichts. Jawohl. Jetzt brauchen wir noch ein Säckchen. Ja, dann geht es jetzt weiter. Komm, ein noch. Jawohl. Level 4 mit mal 2. Aber viel wird ja, glaube ich, nicht passieren. Es sind ja zwei Runden jetzt gekommen. Aber das Schöne an dem Spiel ist ja immer, dass man noch den Bonuswagen im Nacken hat. Der kann jederzeit natürlich noch am Ende auftauchen. Okay, jetzt hat er hier den Mops noch kombiniert. Ja, hatte heute ein bisschen unglücklichen Start gehabt jetzt mit den 5 Säcken, aber ich mache das jetzt öfters mal so, dass ich dann nochmal rüber switche auf den normalen Modus. Und da habe ich auch schon hin und wieder mal Glück gehabt, dass er sich dann gefangen hat. Und das bringt da nichts, wenn man dann sieht, okay, man kann ja nicht weiterziehen, dann immer diese 5 Säcke, das kostet richtig Geld. So, jetzt bin ich wieder im Game. Und Bonuswagen, leider nicht. Ja, das ist schon mal gute Runde, die er jetzt nachgedrückt hat. Ich bin jetzt wieder drin im Game. Ja. Aber man muss das manchmal für sich selber so ein bisschen rausnehmen oder testen. Wie gesagt, da steckt ja auch keiner drin. Man weiß ja nie, wann die so aufmachen. Habe ich ja gerade gesehen. Das mit dem Rüberswitchen war wohl doch eine ganz gute Idee. So. Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken bei euch. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Vielen Dank für die ganzen Abos, Likes, für die netten Kommentare auch unter den Videos. Auch für die zahlreichen Besuche natürlich in meiner WhatsApp-Gruppe. Der Link ist übrigens unter dem Video zu finden. Wenn ihr mich da persönlich sprechen wollt oder Fragen habt zu den Spielen hier online, könnt ihr da gerne mal Fragen stellen, kein Problem. Danke nochmal an alle. Komischerweise zahlt sogar noch ein paar Abonnenten dazu neue. Ich weiß nicht, wie die Algorithmen momentan bei YouTube gelaunt sind, aber anscheinend wohl ganz gut. Man hat ja hier so zeitweise absoluten Stillstand. Ist mir aber auch bei anderen Kanälen aufgefallen. Und allerdings die eine Problematik mit diesem, dass die Abonnenten nicht benachrichtigt werden, teilweise oder zu spät auch bei den Videos, wenn man die hier freigibt, die ist immer noch da, diese Problematik. Gestern habe ich ihn angesprochen, der hat auch 2 Stunden später mein Video erst gesehen
Stand, das sollte ja eigentlich Sinn beschützen, wenn ich nicht so sein. So. Ja. Ziehen wir mal gleich direkt nach. Also geht mal gut. Ja, ein, zwei Ründchen drehen wir da noch, auf ganz entspannt. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video trotzdem gefallen. Kam zwar nicht bisher der erwartete Durchschlag in Sachen Gewinner, aber ihr wisst ja selber, man kann ja nicht nur gewinnen und man gewinnt natürlich auch nicht immer, auch nicht online. Also lasst euch da in der Form nicht täuschen. Bloß wenn man mal gewinnt, gewinnt man natürlich mehr als in den Spielotheken, ist ganz klar. Aber auch hier kann man verlieren. Ja. Aber ich denke mal, die Geschichte wäre bei mir heute ein bisschen besser ausgegangen, wenn ich von vornherein diese 20-Cent-Variante genommen hätte. Aber lief da nicht so gerade gut am Anfang. Und? Na, es geht also gar nicht rein, ne? Ja. Drehen wir nochmal ein Ründchen nach hier. Aber im Großen und Ganzen würde ich mal so sagen, eine Woche hatte ich hier wirklich einen guten Lauf gehabt. Da kann ich jetzt hier nicht stören, also zumindest online. Spiele war ich recht selten. Aber hier kann ich eigentlich, habe ich keinen Grund zum Stören. Also. Das ist doch wohl hier in dem Gelände, wa? Schweinerunter kann man gleich noch auf jeden Fall mal nachdrehen. Ja, man könnte natürlich jetzt auch noch anders kombinieren. Man könnte jetzt sagen, okay, jetzt drehe ich wieder zwei Runden hier A20 Cent, A30,20 Euro und dann nehme ich wieder diese 5-Säcke-Variante auf 10 Cent für 61,20 Euro. Spiele das dann wieder zwei Runden, macht dann wieder auf diese Geschichte weiter und könnte man natürlich auch machen. So, letzte Runde. Und mal schauen, was es macht. So. So, geht's hier weiter. Aber der Dicke ist auch so ein bisschen in der Ecke hin festgehakt. Und es kommt aber raus aus der Löcher. So. Nee, läuft nicht so gut. Jetzt noch reinkommen. Lass mich wenigstens Level 3 nochmal reinrutschen. Macht er auch. Zu, aber ich denke, da wird auch nicht mehr viel passieren. Der Vorlauf ist zu schlecht. Ja, vom Bundeswagen hat man gar nichts gesehen heute. Gibt natürlich so Tage, da sieht man gar nichts. Ja, heute kein Glück gehabt, aber trotzdem, ich hoffe mal, dass dem ein oder anderen Video gefallen hat. Ich wünsche euch natürlich viel Glück und viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns natürlich in alter Frische in Form von neuen Videos. Ciao.